Eines ist schon auffällig, nachdem es am Freitag ja massiv nach unten ging, vor allem bei Value-Aktien, weniger bei Tech-Aktien, sehen wir, dass heute die Tech-Aktien sich am stärksten erholen, während die Value-Aktien nicht so richtig mitkommen. Klar, da ist eine Erholung, aber wenn wir mal auf den DAX schauen, dann ist das jetzt nicht so, dass da Party aus allen Rohren angesagt wäre. Und ich glaube, dass die Aktienmärkte da noch ein kleines Problem vor sich haben, nämlich sie glauben, dass Omikron, diese neue Variante, möglicherweise nicht so gefährlich ist. Das kann sein, das wissen wir noch nicht. Aber was das eigentliche Problem von Omikron ist, das ist die Inflation. Denn was ist jetzt das Problem in Sachen Inflation? Warum haben wir eine solche Inflation? Zunächst mal, weil die Notenbanken natürlich wahnsinnig viel Geld gedruckt haben. Aber dieses Geld muss aktiviert werden und das kommt durch die Nachfrage, die inzwischen eben da ist. Gleichzeitig ist jedoch das Angebot zu gering. Wir haben also eine durch mangelndes Angebot bedingte Inflation und das wird durch diese Omikron-Geschichte noch stärker werden, nicht schwächer werden. Und jetzt glauben die Märkte, ja gut, wenn alle Stricke reißen, dann werden uns schon die Notenbanken irgendwie rausbailen können. Die können noch unbegrenzt Liquidität zur Verfügung stellen. Theoretisch ja, praktisch aber nicht, denn es wird sich so zeigen, dass eben Omikron die Inflation verschärft und die Notenbanken dann trotzdem auf die Bremse treten müssen, selbst wenn, wie Bank of America hier schreibt, eigentlich da nicht so viel Schlimmes zu erwarten ist durch diese Omikron-Variante. Da müsste eigentlich, sagt man, der Impfstoff wirken, man weiß es aber nicht, vielleicht auch das Medikament von Pfizer, man weiß es aber noch nicht, aber jedenfalls die Notenbanken sind da vielleicht die falschen Ansprechpartner. Geht die Gefahr von Lockdowns aus? Das haben wir ja ein paar Mal hinter uns. Die Aktienmärkte sind trotzdem gestiegen. Damals aber eben als, naja, die Notenbanken noch voll auf dem Gas standen. Das wird sich ja absehbar ändern wahrscheinlich. Jedenfalls hier Merkel, Scholz und die Länderchefs, die haben schon morgen jetzt einen Termin. Möglicherweise stehen wir da vor Lockdowns. Wir werden es sehen. Wir wissen es noch nicht. Und ja, überall, und das ist vielleicht einer der Hauptgründe der heutigen Rallye, wird gesagt, naja, also so schlimm ist das nicht mit Omikron. Der ökonomische Effekt wird gering sein. Wirklich? Ich glaube, dass der relativ groß sein wird und das will ich Ihnen gleich mal zeigen. Zunächst mal, wie gefährlich ist Omikron? Wir haben natürlich jetzt noch nicht wirklich viele Daten dazu, aber es gibt erste Indikationen, zum Beispiel Abwassersystem in Südafrika. Hier hat man eine Virusdichte gefunden, nämlich in der Region, wo das Virus entdeckt wurde, die extrem hoch ist. Die ist jetzt schon so hoch praktisch wie damals bei der Delta-Variante mit sehr, sehr viel mehr Ansteckungsfällen. Möglicherweise deutet das darauf hin, dass die Verbreitung dieser Variante extrem schnell ist. Dann sehen wir Meldungen heute aus Südafrika, dass die Hospitalisierungen massiv gestiegen sind. Jedes Mal neue Updates, die haben sich verdreifacht. Jetzt heißt es, die haben sich vervierfacht in der Region, wo diese Variante entdeckt wurde. Das deutet darauf hin, dass es möglicherweise doch nicht so harmlos ist. Aber wie gesagt, das wissen wir noch nicht. Aber jenseits der Frage, wie gefährlich oder wie harmlos es ist oder wie ansteckend, sind eben die ökonomischen Effekte wahrscheinlich sehr bedeutsam. Übrigens, und das ist sehr interessant, wenn man mit Betriebsärzten spricht, wie ich das gelegentlich tue aus familiären Gründen, dann sind da schon vor ein, zwei Wochen Fälle aufgetreten, die so atypisch waren, wo die Verbreitung so schnell war, wo ein Superspreader so viele Leute angesteckt hat. Da hat man gesagt, das ist komisch, das ist seltsam, das haben wir so noch nicht erlebt. Wahrscheinlich ist, wie Scott Gottlieb hier sagt, dieses Virus schon länger da oder diese Variante schon deutlich länger da. Jedenfalls haben Moderna und BioNTech gesagt, ja, also wir dürften dann schon Anfang des Jahres so in zwei, drei Monaten vielleicht in der Lage sein, wenn die bisherigen Impfstoffe da nicht wirken, dann was herzustellen. Deswegen Moderna und BioNTech ja deutlich im Plus heute. Aber, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, wo ist die Gefahr? Damals, als wir die Corona-Situation hatten, war das deflationiert. Die Preise sind gefallen. Aber jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben Lieferengpässe, wir haben Materialmangel und das dürfte sich verschärfen. Dementsprechend könnte Omikron hochgradig inflationär nochmal oben drauf wirken. Die Probleme würden sich also verschärfen, nicht verringern. Und genau das ist das, was Mohammed El-Erian heute auf den Punkt gebracht hat. Die Märkte müssen jetzt mit einberechnen, was die Regierungen in den verschiedenen Ländern machen.
Das ist genau das Problem. Die Regierungen werden tendenziell Shutdowns machen, die werden tendenziell Schließungen machen, was dann die Lieferketten, Supply Chain Issues weiter verstärken wird. Und es wird, wie Mohammed El-Erian auch erkennt, eben wahrscheinlich die Inflation letztendlich befeuern. Und das große Risiko ist nach meiner Auffassung China, denn die haben eine No-Covid-Politik. Jetzt kommt diese neue Variante. Also müssen sie wahrscheinlich Lockdowns machen. Sie werden Häfen schließen, was dann wiederum diese Thematik nochmal stark befeuern wird. China hatte ja gestern gesagt, also wenn wir jetzt nicht dicht machen, zum Beispiel die Grenze dicht machen gegenüber den USA, dann haben wir bald 630.000 Fälle. Also das ist das eigentliche Risiko aus meiner Sicht. Wir wissen noch nicht genau, was Omikron ausrichten wird, ob es sehr gefährlich ist oder weniger gefährlich oder wie schnell es sich verbreitet. Aber das ist das eigentliche Risiko, dass wir jetzt neue Lockdowns bekommen, vor allem in den Regionen, die eben unsere Lieferanten sind, wie China. Das genau ist das Problem. Und wir haben ja schon ein kleines Inflationsproblem, auch wenn Isabel Schnabel meint, also jetzt im November, da haben wir den Höhepunkt gesehen, heute die Verbraucherpreise reingekommen. Die sind um 5,2% gestiegen. Vormonat war 4,5%, Erwartung war 5,0%. Wenn wir uns jetzt hier das mal anschauen, über 5% Inflation, das hatten wir zuletzt in einer Zeit, da war der Zinssatz bei 8,6%. Und jetzt ist er bei 0 und die EZB macht keinerlei Anstalten, diesen Zinssatz irgendwie mal anzuheben. Wir sind also letztendlich ungeschützt. Wir haben eine Notenbank, die weiter Anleihen kauft. Wir haben eine Inflation, die weiter nach oben geht. Und wir haben ein paar Träumer an der Spitze der EZB, die sagen, wird schon wieder. Okay, wenn wir jetzt mal die sogenannte harmonisierte Inflation sehen, Harmonized Index of Consumer Prices, HVPE oder HICP in dem Fall, dann sind wir bei 6,0%. Und das ist mehr als die Lohnabschlüsse derzeit hergeben. Das heißt, wir erleiden alle ganz massive Kaufkraftverluste. Auch das ist eine Gefahr, denn dann können wir weniger konsumieren. Das wird die Wirtschaft wiederum schädigen. Eine Wirtschaft, die ohnehin etwa Autoindustrie, andere Bereiche unter diesen Lieferengpässen schon massiv leiden. Gucken wir mal jetzt auf die Märkte nach Europa. Dann sehen wir, dass praktisch die Value-Aktien, etwa Stocks Europe Cyclical Index oder Defensive Index, also defensive zyklische Werte oder Value Index, dass die praktisch jetzt die gesamten Gewinne des Jahres eingebüßt haben. Also Value läuft schlecht, eben vor allem durch diese Omikron-Variante. Wenn wir jetzt das mal mit Tech vergleichen, Tech zwischen oder die maßgeblichen Bereiche, die damals die größten Firmen waren in der Welt, dann war das 2005 General Electric, ExxonMobil, Microsoft war schon dabei und ein paar andere, Citigroup etc. Gucken Sie sich mal die Marktkapitalisierung an 2005 und gucken Sie mal jetzt die Tech-Marktkapitalisierung 2021 an. Also das ist natürlich schon eine immense Dominanz und dadurch auch ein gewisses Klumpenrisiko. Aber wie gesagt, die Tech-Werte, die halten sich heute sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch so ein paar lustige Geschichten wie von Hertz, ein faktisch lange insolventer Autovermieter, der aber jetzt wieder ganz groß rauskommt, weil er Financial Engineering betreibt, eigene Aktien zurückkauft. Heute der Anstieg ist 7%. Aber insgesamt ist jetzt eben die Frage, wie geht's weiter? Wir haben heute diese Erholung gesehen. Ist wieder alles gut? Das werden wir sehen. Jedenfalls wartet jetzt eben der Anfang Dezember und da sind viele Fondsmanager, die dann ein bisschen reallokieren müssen. Die müssen also in der Regel, weil sie sehr stark in Aktien investiert sind und sehr wenig in Anleihen investiert sind, da wollte ja keiner rein wegen Inflation. Da müssen sie möglicherweise den Anteil von Aktien ein bisschen abbauen. Und Rüdiger Born hat folgende Grafik gestern in dem Video, das ich Ihnen heute Morgen anempfohlen hatte, gezeigt. Er hat hier zwei Varianten. Entweder wir haben nach diesem scharfen Abverkauf eine zittrige Erholung, das ist eher beim DAX der Fall, dann ist eine neue Welle nach unten zu erwarten. Oder wir haben eine steile Erholung, die praktisch all das wieder aufholt, was vorher kaputt gegangen ist, nämlich am Freitag. Das sieht eher wie beim Nasdaq aus. Dann sind neue Hochs wieder möglich. Also das ist die Gretchenfrage, könnte man sagen, was jetzt hier passieren wird. Beim DAX sieht es eher nicht so gut aus. Bei den Tech-Werten sieht es eher besser aus, was darauf schließen lassen könnte, dass Value ein Problem hat. Und wann hat Value ein Problem? Wenn es Lockdowns gibt, wenn also hier die Dinge wieder
nicht so richtig gut laufen. Wir sehen jedenfalls, dass am Markt sich abgesichert wird, trotz dieser Rallye heute. Die VIX Dezember 22 Calls, massiver Anstieg heute, massiver Volumenanstieg auch. Wir sehen, dass die Stay-at-Home-Aktien heute nochmal verlieren, also diese Lockdown-Sorge-Aktien. Wir sehen Netflix, wir sehen Roku, wir sehen Zoom, also alle diejenigen Peloton, die davon profitieren, wenn eben Lockdown ist, die verlieren heute erstmal. Aber die Frage ist, wie lange das passieren wird. Und die Frage ist, ob Madame Schnabel, die heute uns wieder versichert hat, dass wir den Peak bei der Inflation gesehen haben, ob die recht hat. Wahrscheinlich ist sie die neue Bundesbankchefin. Warum? Weil Marcello Fraccherino hat jetzt in den letzten Tagen immer wieder die neue Ampelkoalition kritisiert und ein Schleimer wie Marcello, das würde er nicht machen, wenn er nicht schon wüsste, dass er wahrscheinlich nicht Bundesbankchef werden wird, dann hätte er wahrscheinlich den Mund gehalten und alles ganz toll gefunden. So ist anzunehmen. Jedenfalls hat Isabel Schnabel ein wunderbares Gedicht heute aus dem Reich der Fantasie uns geliefert. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat das ein bisschen auseinandergenommen. Unter dem Video werde ich das verlinken. Und ich kann nur empfehlen, schauen Sie sich das mal an, ob Madame Schnabel recht hat oder vielleicht Unrecht hat. Ich glaube, das ist schon so JWD, dass man diese Frage gar nicht mehr beantworten muss. Jedenfalls werden wir sehen, wie es weitergeht, wie gefährlich Omikron ist, wie die Dinge sich weiterentwickeln, ob wir zittrige Erholung sehen, ob diese Erholung weiter so dynamisch verläuft wie beim Nasdaq. Das werden die entscheidenden Trigger sein für die nächsten Tage und vor allem die Frage, wie wird die Inflation sich entwickeln, wenn wir jetzt plötzlich wieder in China zum Beispiel Hafenschließungen erleben. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.